Ich bin Peter Wilson von das Architekturbüro Bolles und Wilson. Das Objekt, das ich ausgewählt habe, ist dieses kleine Modell, das unser Büro produziert hat für das Wettbewerb für eine neue Stadtbibliothek in 1987. Das Wettbewerb, das unser Büro gewonnen hat, war das zweite Wettbewerb. Zwei Jahre vorher war ein stadtbauliche Wettbewerb für ein Stadtmuseum, wo wir jetzt stehen, und eine Stadtbücherei auf das alte Steinweg-Grundstück. Damals haben wir eine von den 10 Preisen gekriegt. Wir haben vorgeschlagen, Stadtmuseum auf einer Seite, Stadtbibliothek auf das andere. Das ist das Ursprung unseres Konzepts, ein geteiltes Bibliothek. Man sieht hier schon, dass Teilung hat sehr gut funktioniert mit dem Achsen zur Lamberti-Kirche. Aber danach war es von Stadtdirektor Janssen und Herrn Twenhoven entschieden, dass das Stadtmuseum hier in Salzstraße landen sollte und dass nur das Stadtbibliothek in Alte Steinweg gebaut werden sollte. Das Gebäude, das Stadtbibliothek, ist jetzt 35 Jahre alt und wir haben gerade das Wettbewerbsmodell, das man hier sieht, das Stadtmuseum geschenkt.